Hallo Leute, schön, dass ihr wieder hier seid bei Minecraft. Gut, gut, also es hat sich ein bisschen was getan. Wir haben hier zwei wunderschöne Dinge, ein Drachenei und dieses Kikoku. Habe ich mit Villager getradet, sind natürlich keine echten Items, daher hängen sie da oben. Runtergefallen. Ja, wie ihr seht, habe ich hier ein zweites Zuhause gebaut. Das ist da hinten. Dazu kommen wir später mal, das werde ich jetzt nicht zeigen. Ich werde mal was anders zeigen. Bei den Bienen. Wie ich gesagt habe, mache ich da immer offline ein bisschen weiter, dass eben hier funktioniert. Jetzt bin ich schon mal so weit, dass ich hier die ganzen Gendust-Maschinen stehen habe. Wer sich fragt, wie die ganzen funktionieren, da habe ich schon ältere Videos drüber. Da habe ich relativ viel mit denen gemacht. Das war 147, glaube ich. 115 Mods, glaube ich, waren es damals. Es hat sich null geändert. Es ist 100% dasselbe geblieben. Also. Könnt ihr ruhig das Alte anschauen, es ist alles dasselbe Gebiet. Deswegen wollte ich das nicht hier nochmal, das ganze Bienenzüchten mit reinbringen. Außer ihr wollt es unbedingt, aber ne, ich glaube nicht, das ist so langwierig, das dauert ewig, bis man die ganzen Bienen hat. Und jetzt geht es ja einfacher, wenn man dann schon den Mutator hat. Da kann ich ja mal kurz zeigen, was der macht, der ist interessant. Da gibt es den normalen und der Advanced. Advanced braucht, da braucht man das Mutagen, das bekommt man, wenn man zum Beispiel Uranblöcke hier in Mutagenprozess. Producer rein tut oder Redstone zum Beispiel oder einfach Bienen, geht auch. Dann führt man das da rein. Da braucht man diese Laboratore, die sind ein bisschen teuer. 16 Stück, ein Diamant. Na, trifft keinen Namen. Also, ich würde gerade sagen, warum wir hier keinen Sound haben. Doch, da mal. Die haben nur keinen Sound. Ich zeige jetzt einfach mal ein Handbeispiel von einer Biene. Ist egal, nehmen wir Metal und irgendeine gekreuzte. Ne, nehmen wir eine richtige. Wo haben wir einen Cultivated? Erstmal einfach mal, was kommt raus mit Matter und Cultivate? Und wo die zwei reinpacken, kommt nichts raus. Okay. Man sollte halt vielleicht natürlich schon Biene nehmen. Also eine Forest-Biene sollte gehen. Matter und Forest, da kommt ja eine gewisse Biene raus. So, das ist eine Queen, deswegen. Nein. Nein. Intelligent. Ja, ich möchte jetzt die Queen, aber dann nicht. Prinzessin, okay. Prinzessin, dann kommt raus, zum Beispiel kommen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, kriege ich eine kommen raus. Das möchte ich aber jetzt nicht. Das können wir noch reintun. Jetzt können wir gucken, was mit Kultivierte rauskommt. Gar nichts. Interessant. Das kann man im Meadow kreuzen. Kommt kommen, kommen, kommt immer kommen raus. Meadow mit Diligent kommt Rual raus. Rual haben wir sogar. Meadow mit Forest kommt. Meadow mit Forest. Okay, Meadow mit Forest, das können wir testen. Haben wir hier Forest? Nein. Haben wir auch schnell welche? Wie gesagt, die Hives kann ich ja craften, das habe ich ja schon gezeigt. Da habe ich Crafting-Rezepte dafür vorbereitet, weil es einfach extrem schwer ist, hier in der Welt die Dinger zu finden. So, aber wenn wir die Forest reintun, kriegen wir Kommen raus. Meadow plus Forest, Wartbock. Meadow Princess plus Forest Drohne. 10%ige Chance, das rauszukriegen. Müsste uns rein theoretisch anzeigen hier. Also egal, nehmen wir kommen. Dann produziert er hier durch. Und wir haben eine kommen. Ohne dass wir. Eine fehlerhafte Biene kriegen würden, also die ist fix so. Dass wenn man draufklickt, das kriegt man raus. Es kann passieren, dass ab und zu mal so ein Opfer rauskommt. Ein Genetic Waste, das ist einfach dann eine falsche Biene. Seht, wir haben ja schon hier ein paar Bienen. Diligent, Andrea habe ich, Common natürlich, Industrious habe ich schon, Industrious, ja, oder nee, wie heißt die? Ja, Industrious, da gibt es noch eine andere auch noch. Diese Hardnet brauche ich dann für Obsidian. Genau, brauchen wir die State Fest noch. Die kriegen wir leider nicht, die kriegen wir nur in. Aber die Hammer. Die Hammer, stimmt. State Fest habe ich, glaube ich, schon gefunden. Aber wahrscheinlich da. State Fest, wir haben sie. Das heißt, die Hardnet und State Fest. Mal gleich mal testen, ob das geht. Eine Prinzessin, perfekt. Kriegen wir die Obsidian raus. Blub, machen wir Obsidian raus. Dann kann man hier mal Platz machen.
Und die Obsidian-Biene hier reinklatschen. Sollte normal funktionieren, oder? Too cold. Der ist zu kalt. Interessant. Das heißt, wir brauchen Heater. Das gibt es ja auch. Und gehen das wie? Kann man jetzt euch sagen, also zu kalt. Das heißt, wir müssen erhitzen. Cooler Upgrade. Wir brauchen Heater. Hell. Nee. Heater Upgrade da. Braucht ein Blank Upgrade und das komische Glas da. Dieser Stein einfach Standardglas, oder? Kann natürlich sein, dass wir kein Glas haben, genau. Deswegen. Ach Gott. Ein Glas, können wir einen Heater Upgrade. Ich weiß nicht, ob wir mehr brauchen. Wollen wir gleich feststellen. Genau, jetzt läuft es. Braucht natürlich auch Energie. Sollen wir jetzt mal hier Gas geben, ein bisschen, dass die schneller gedeiht, die Biene? Kriegen wir Rocky kommt raus. Weiß gar nicht, was die eigentlich produzieren sollte. Obsidian, geil. Wir haben eine Biene, die Obsidian produziert. Wollte das mal weitermachen. Und aus der Biene können wir relativ viel andere Biene bauen. Deswegen brauchen wir von der dann mehr. Mal gucken, aus der können wir eine Lapis, eine Redstone, eine Metallic, keine Ahnung, was die uns bietet. Eine Lead und eine Prismine. Was bringt die? Also Prismine Shard, das ist uninteressant. Blue Slime ist natürlich eh klar. Purple Slime. Kann man Purple Slime. Und wie gesagt, natürlich, so kriegt man relativ schnell Biene, muss man auch sagen. So, und die könnte ich, diese Obsidian-Rune könnte ich dann hier reinwerfen. Da kriege ich, wenn ich Glück habe, hier solche Dinge raus, zum Beispiel. Humanity, Cave Diving, das sind andere Biene schon. Die verschiedenen Aspekte, die die Biene hat. Und hier habe ich schon ein paar rausgesucht, die eventuell interessant sind. Keinen Effekt haben, dass sie Blume brauchen, dass sie nie schlafen. Also auch in der Nacht arbeiten sozusagen. Dass sie im Untergrund arbeiten können. Blume setzen langsam und Average. Und hier haben wir schon zum Beispiel, das ist schon zusammengekraftet. Da haben wir schon Diligent, Unwary und Rocky. Die werde ich hier auch ein bisschen durchzüchten. Laufen lassen, einfach so nebenbei. Wie gesagt, das läuft ja, ist ja gejunkloaded. Dann kriegen wir ein paar, haben wir sie hier rein, dann können wir mehrere Obsidian-Bienen machen. Erstmal ist es mir eigentlich egal. Die Hardnet, Mountain. Hier oben, doch, da oben habe ich Platz. Da oben sind so meine gezüchteten Bienen, die jetzt, wie sagt man dazu? Ja, ignobel sind, sozusagen. Die keine Gekreuzung mehr haben. Die fix sind. Gut, jetzt habe ich 8 Minuten hier eine scheiß Biene gezeigt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Und da sieht es ein bisschen klein aus, werde ich vielleicht irgendwann mal schöner machen. Weil ich ja auch damit ein paar Ressourcen machen möchte. Gut. Was habe ich noch gemacht? Ich habe. Ja, was habe ich gemacht? Weiß es gar nicht mehr. Ist schon viel her, was ich gemacht habe. Hier noch ein paar Dings dazu, ein paar Crafting-Rezepte haben wir dazu gefügt. Hier habe ich einen neuen Raum gebaut. Da kommt dann der F-Tools mal rein und hier noch ein bisschen Gang weiter. Ich glaube, unten habe ich gar nichts gemacht, oder? Ich weiß es gar nicht. Der Scheiß steht noch immer da, da habe ich schon einen neuen Platz. Das kommt zu Home 2. Genau, letzte Folge sind wir hier stehen geblieben. Ich habe einen neuen Cleaver gebaut. Wie ich gesagt habe, aus Adit, komplett. Aus, komplett Adit. Glaube, ja. Dann Beheading draufgeklatscht. Und wenn wir jetzt mal das Ganze anschalten. Wenn, ja. Müssen wir zuerst mal hier gucken. Den anschalten, so. Kommen die ja zu uns, sterben und man sieht schon erster Kopf. Ja, ein bisschen gucken. Auch wieder ein Kopf, auch wieder ein Kopf. Kein Kopf, aber von 4 waren jetzt 3 Köpfe dabei. Also das funktioniert. Und da können wir ja mal runterschauen gehen. Wie viel haben wir denn jetzt schon Köpfe? Ich habe da schon einige rausgeholt, also ist nicht 91, also ich kann ein bisschen wieder rausholen. Ein Stopfer wieder rein, damit er weiß, was da drin ist. Mal hier rein. Also das funktioniert wunderbar. Okay, ich habe noch Bienen.
Muss ich dann noch rüberbringen. Hier habe ich noch was, weil ich ja mich da mit diesen ja, wie sagt man dazu? Spawner von Extra Utilities, das habe ich ja gesagt. Wie man sich mit denen auseinandersetzt, wie das funktioniert. Das geht eigentlich ganz einfach. Wir kriegen ja diese Evil-Dinger da. Wie heißen denn die nochmal? Irgendwas mit Drop of Evil, glaube ich. Genau, Drop of Evil. Mit denen einfach auf dem Vanilla-Spawner. Bekommt man einen anderen Spawner, so einen hier. Die kann man ganz mal abbauen. Und der spawnt dann zum Beispiel so wie der hier, Blaze. Wenn man einen hat mit Zombie, kriegt man Zombie. Wenn man einen hat mit Skelette, dann sind Skelette und so weiter und so fort. Jetzt ist noch die Frage, wir haben ja so einen Spawner-Changer von Actually Editions. Wenn wir den jetzt bauen und damit einen Vanilla-Spawner zum Beispiel umändern und den dann mit einem Drop of Evil machen, zum Beispiel einen Vanilla-Spawner zu Enderman-Spawner, den mit Drop of Evil, kriegen wir dann den raus? Das ist die Frage, was ich mir stelle. Können wir, glaube ich, noch nicht testen. Entschuldigung. Weil wir erst drei Spawner-Charts haben. Und einen Broken Spawner. Das heißt, ich bräuchte noch Spawner. Bin wohl ein bisschen rumgelaufen im Nether, sieht man ja Blaze, um Spawner zu finden. Aber es ist so fucking scheiße schwer, Spawner zu finden. Deswegen, ist halt wieder so eine Sache. Ich möchte ja, wie ich schon immer erwähne, die Welt nicht so ewig groß machen. Da bin ich überhaupt kein Freund dafür. Sehr die Welt so ewig groß machen. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Leute, die so riesengroße Welten haben, die was so riesig erkundet sind, man, das ist jetzt Cave. Aber es gibt da Leute, die haben so riesengroße Welten irgendwo erkundet. Dafür bin ich überhaupt nicht der Typ, weil, wie gesagt, ich speichere die Welt ja immer wieder Backup und so. Dann dauert das alles so lange und das, kein Bock drauf. Nur damit ich zum Beispiel Biene finde oder Cave finde, wo ich Spawner finde. Darf ich die Welt zu groß machen? Nee. Natürlich, wenn wir es brauchen, ja, aber nur wegen jetzt, also die Oberwelt nur größer machen wegen Bienen und Spawner zu finden, finde ich unnütz. Natürlich, wenn man so ein bisschen erkunden will, um Villager-Dörfer oder so, ja, dort haben wir auch schon genug erforscht. Da hinten sind auch noch zwei in der Richtung, wo das Home 2 ist. Da hinten ist noch eins. Haben wir eh schon genug. Und so viel Neues gibt es ja nicht zu entdecken da draußen. 13 Minuten und nichts gemacht. Gut, das ist immer. Mit was wir uns beschäftigen werden, ist mit Reaktor. Wir werden jetzt mal so ein extrem Reaktor bauen. Das ist ein Big Reaktor eigentlich. Wir bauen den jetzt einfach vor der Tür. Weil ich den einfach nur mal testen will, wie gut er ist. Und wenn er mir gefällt, werde ich einen Raum bauen und dann dorthin reinbauen. Deswegen erstmal vor die Tür. Und dann jetzt mal. Was kann ja, 5x5 reicht. 4 hoch. Ja, reicht auch. Können wir eigentlich so machen, gell? So, so. Keine Ahnung. Genau, was ich noch gebaut habe, ist ein Angel Wing. Ist einfach zu bauen. Ein Cursed Lasso mit einem Geist drin. Ein Lasso mit einem Bett drin. Das zusammengekraft und fertig. Das Cursed Lasso kriegen wir ja. Lasso mit Drop of Evil. Eigentlich ganz einfach. Hätten wir schon viel früher kraften können, aber echt nicht wirklich so ganz daran gedacht. So. Der Reaktor ist soweit mal fertig. Wie gesagt, eine kleine Version. Extra, was sind das? Achso. Die brauchen dann noch ein paar andere Blöcke, glaube ich. Ein Reaktor-Controller, das ist mal interessant, den brauchen wir auf alle Fälle. Dann brauchen wir einen Reaktor-Flux-Power-Tap. Ja, irgendwo muss die Energie raus auch. Tesla? Nee, Tesla brauchen wir nicht. Access-Board? Access-Board ist auch interessant. Brauchen wir aus zwei. Und. Ja, Fuel Rods werden wir natürlich brauchen. Weiß gar nicht, wie viel. Machen wir 20. Bla, Keks. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Turbinencontroller und so.
Wie gesagt, es geht ja. Ne, warte mal, wir brauchen noch diese Fuel-Rods-Dinger, die was oben sind. Wie heißen denn die Dinger? Fuel-Rod ist ja klar. Redstone? Computerboard? RedNetBoard? Control-Rod. Genau, die brauchen wir noch. Ich glaube 5, mach mal. Schauen wir mal gleich. Ja, ich würde auch sagen, die Reaktor brauchen wir trotzdem in der nächsten Folge, dann können wir ihn auch in Betrieb nehmen, weil sonst ist er jetzt fertig gebaut und nicht in Betrieb. So können wir in nächster Folge in Betrieb nehmen. Also bleibt dran, macht's gut. Tschüss, Leute.